Gucken jetzt. Moment. Ah, das sind doch die Köpfe aus Rusty Lake Hotel. Okay, was ist denn das für ein Rätsel? Sieht komisch aus. Sag mir derzeit noch nichts. So, mein Freund, du bist schon weiter fleißig am Lesen von Okkulten. Frühling 1895. Meine Bruder und ich sind an der finalen Schritt, um das Elixier zu finden. Der Alchemist, was auch immer. Okay, da haben wir einen Teil des Rätsels. Okay. Er ist also ein Hobby-Alchemist. Hier haben wir das Bild von ihm und Mary. Okay. Noch mal was anderes. Okay. Die Sängerin sollte ich mir vielleicht notieren. Vielleicht. Aha. Das ist ein Moment mal. So, okay. Das heißt also, es gibt drei Wege, das zu öffnen. Und das ist eins davon. Verstehe. Jetzt verstehe ich's. Na guck mal, auf die Weise hier. Also oben das, drei Punkte, Halbmond, das Ding da. Gut, dann hier drei die Punkte. Ah. Dann hier nochmal Punkt. Das ist ja eigentlich recht simpel, dahin, dass nur wenige Symbole sind. So, das habe ich noch falsch gemacht. Nö, das ist dann nur nicht richtig. Okay. Ich gebe also drei Sachen. Dann versuchen wir es mal hier mit dem Symbol. Und den Punkten. Dann hier der Mond. Und hier das. Und dann über wieder die Punkte. Glaube, ich mache da noch irgendwas falsch. Versuche ich mal das hier. Okay, hier muss ich mal wieder die Sachen in die richtige Reihenfolge bringen. Nichts Neues. Okay, aber ich glaube fast, damit endet es und damit beginnt es. Oder? Vielleicht so? Dann so. So vielleicht. Ja, sieht bisher ganz gut aus. Nee, tut's nicht. Frage ist nur, wo ist da der Anfang, wo ist da das Ende? Das wird genauso gut dann auch das so sein. Das ist jetzt komplizierter. Und hier ist das hier. Da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das zu lösen habe. Versuche jetzt mal das hier. Okay, das hier muss ja eine Linie. Muss dann halt quasi eine Linie geben. Und hier fängt es an. Da hört es auf. Das ist ja noch einfach. Ja, ich glaube, es ist eher das hier so hin. Das dann das so. Das so, das hier so und das hier so. Und das hier. Jawohl, ja. Ah, das war schon mal einfach. Okay. So. Dann jetzt hier. Rusty Lake. Vielleicht in der Reihenfolge, wie wir sie umgebracht haben. Oh Gottes Willen. Das kann ja was werden. Okay, also Mr. Boar war der Letzte. Mr. Rabbit? Miss Pheasant? Miss Pigeon? Moment mal, nee, vielleicht anders. Wir sind erst Mr. Wäre ein bisschen unfair, wenn man das auch so lösen müsste. Vor wegen, hey, hier musst du die Leute um. Bringst eine Reihenfolge von einem vorherigen Spiel. Ist ja ein bisschen unfair. Vielleicht erst Mr. Naja, ich brauche einen Ansatz. Ich brauche einen Ansatz, also einen richtigen. So. Was habe ich hier? Eine Kalender. Gut, das ist auch falsch.
Dann wird es wohl das hier sein, was er hier im Buch hat. Das ist dann. Verstehe, es sind drei Komponentenrätsel. Es ist ein Drei-Komponentenrätsel, ich muss alle Komponenten zusammenbringen. So funktioniert das. Ah. Verstehe. Okay, das ist dann hier der Halbmond. Und was hat er da noch als drittes Symbol? Und das Dopp und Kreispunkt, verstehe. So. Okay. Dann ist es hier. Ja, habe ich jetzt schon drin. Und die Frage ist nur, was dann hier ist? Pyramide, Halbmond, Pyramide. Okay. Pyramide, Halbmond, Pyramide. Natürlich, so ergibt es natürlich Sinn, wenn man es auf die Weise versucht zu lösen. Aber irgendwo habe ich da noch einen Fehler drin. Okay, also so passt es auf jeden Fall. Dann Halbmond, Kreispunkt, Halbmond. Habe ich Kreispunkt, Kreispunkt, Halbmond, Kreispunkt. Okay, Halbmond, Kreispunkt, Kreispunkt. Die habe ich. Aha. Ah, ich sehe schon. So, jetzt sollte es aufgehen. Ah, ein Fernrohr. Okay. Was gibt's denn in die Ferne so zu blicken? Ah, Rusty Lake Hotel. Das Hotel. Okay, Mr. Rabbit, Miss Pheasant, Mr. Boar, Mr. Crow. Nee, Miss Pigeon. Und dann haben wir hier dann wahrscheinlich Mr. Deer, Miss Pheasant. So also, okay. Mr. Deer, Miss Pheasant, Mr. Boar, Mr. Crow. So. Sehr schön, haben wir das auch gelöst. Ist ja ganz echt, bisher recht easy. Frage ist halt nur, was muss ich hier machen? Also jetzt halt genau. Große Preisfrage ist halt, womit fängt es an und wo hört es auf? Ich könnte es natürlich auch so machen, dass ich die Dinger hier hinschiebe. Ah, und da haben wir schon die Lösung. Also nur noch ein kleiner Schritt, der gefehlt hat. Okay, wofür mache ich das jetzt alles? The Darkest Dungeon! Ah, verstehe schon. Dafür mache ich es also. Ja, hab's schon gefunden, James. Ja, das sind natürlich die Katakomben. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ah! Nächste Erinnerung. Okay. 5 von 33. Ja, die Treppe passt. Gut, dann erstmal weiter in den Stammbaum mit Mary. Die Geburt! Ah, die ersten Nachkommen. Das sind drei, wie es scheint. Ich habe gleich Dreilinge, natürlich. Drillinge. Ach, der Mops. Natürlich wird erstmal gefüttert werden. Ein Mörser und ein Stösel, okay. Ein Kochlöffel. Okay, die Geburtsakt. Was zum. Samuel Vanderboom, Albert Vanderboom. Ein Sterbeakt. Geburtsanzeigen, oder? Emma Vanderboom. Ah ja, sie kriegt wirklich Drillinge. Emma, Samuel und Albert. Oder hat Drillinge bekommen? Schwer zu sagen. Aber es sind die ganz verschiedenen Flecken drauf. Das sind Geburtsurkunden schon mal. So. Mir fehlt noch. Okay, eine Schere. Auch gut. Ich wollte gerade sagen, mir fehlt noch das obligatorische Messer. Aber, na gut, das spielt doch wahrscheinlich noch ein bisschen. Was haben wir hier mit dem Fenster? Scheiß Wetter haben wir. Kann ich es wieder so machen? Natürlich nicht. Wird wahrscheinlich wichtig sein. Dann haben wir hier noch ein Fass und eine Pflanze. Mit einem Löffel vielleicht? Gleich muss ich mit der Schere das abschneiden. Jawoll ja! Und der Stößel kommt jetzt da rein. Nee, nicht ganz. Wahrscheinlich muss ich irgendeine Medizin für die herstellen. Ein Löffel mit Zeug. Ja gut, ich werde davon nicht einfach nur die Pflanze da zerstößeln müssen, oder? Ah, ein
Ein Zapfhahn. Okay. Für das was? Ich bin verstehend. Hier haben wir einen Schlüssel, der von Hund bewacht wird. Verstehe. Na gut, packen wir den Zapfhahn mal ran. Natürlich kommt da Blut raus. Vielleicht auch Wein. So, mal. Nee. Okay, geht nicht mit dem Löffel, okay. Na gut. Ich werde auch nicht ernsthaft jetzt einfach nur die Pflanzen zerstoßen. Okay. Dann doch. Und Geburtskraut. Was zum. Was ist Geburtskraut? Muss man das wissen? Aber scheinbar ist es gut für sie. Zumindest will die gute Dame das. Nicht euer Ernst. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen komisch. So funktioniert Geburt nicht. Aber meinetwegen, ist ja nur ein Spiel, ne? Und wie auch. Ach ja, ach so, ich verstehe die Plazenta. Ich verstehe. Ich muss hier jetzt nicht ernsthaft jetzt den Hund geben, oder? Oh, ja, muss ich. Oh Gott, ist das eklig. Oh Gott, ist das eklig. Na, den scheint zu schmecken. Oder der ist tot. Eins von beiden. So, und die drei Fläschchen. Bitte sagen Sie nicht, ich sag das nicht, Leute, ich... Okay. Okay, meinetwegen, das geht noch. Mit Wasser? Okay, muss eine mit Wasser füllen. Eine mit Wein. Ah, ich verstehe schon. Wasser, Wein und Milch? Verstehe. Ja. Gut. Wasser. Ah nee, an den Haaren erkenne ich es. An den Haaren. Verstehe. Nicht an der Position. Okay. Versuch das mal nach dir mit den Leberfleck auf der Stirn. Ja. Du kriegst den Wein. Und der mit der Glatze kriegt die Milch. Das klingt doch gut. Gut, da kriegst du die Milch. Du das Wasser. Und du den Wein. Und das ist auch überhaupt... Kein Problem, ein kleines Säugling Wein zu geben. Entschuldigung. Es ist echt komisch. Es ist komisch, Punkt. Es ist Rusty Lakes, das erwarte ich. Gut, dein Elixier des Lebens und des Todes. Okay, das wird ja immer verrückter. Okay, unser Hobby-Alchemist, ne? Wo sind die Pfeile? Ich glaube, es gibt keine Pfeile diesmal. Wir haben verschiedene Gewichte. Piolen halt, ne? Und er will nun das Elixier machen. Verstehe. Gut, was muss ich fürs Elixier machen? Das ist unbe. Ah, ich muss erstmal abwägen davon, wie viel die ganzen verschiedenen Sachen wiegen. Super. Mhm. 3, 4, 4, 5 LBS. Also, keine Ahnung. Ich hole mir mal kurz Stift und Zettel. Und wir brauchen einmal 3, einmal 4, 4, 5. Also, wir brauchen einmal das 3er, zweimal das 2er, 4er und einmal das 5er. 3, 4, 4, 5. Also, es ist eher nach Sekreten aufgeteilt, nicht nach Tropfenmengen. Zum Glück. Ist hier noch irgendwas? Ah, das, Wenderboom-Wappen. Der Baum, das Alchemie-Symbol, das Ei und die Krähe. Ist noch etwas Interessantes? Das sind ja Krähenflügel. Krähen haben schon immer eine richtige Bedeutung im Spiel gehabt, wie es scheint. Also, machen wir einen Vergleich. Kreuz wiegt 1. Und das wiegt 2, richtig? Richtig. Also, wenn ich das hier rüberpacke, brauche ich jetzt, dass das 3 wiegt.
Ah, das ging schnell. Also das wiegt schon mal 3. Oder ist die 3, besser gesagt. So. Okay, wenn ich, dann packe ich jetzt mal in 2 runter. Ist hier ein Weg von 4 haben. Nehmen wir mal das Kreuz. Das ging easy. Ausnahmsweise mal. Das heißt also, dass der Kreis ist der Fünfer. Um ganz sicher zu gehen, lege ich mal kurz den hier runter und packe den da drauf. Ja, ist ein bisschen schwerer. Moment. So wiegt das jetzt 5. Ja? Und das sollte jetzt dann ein Gleichgewicht sein. Yes! Sehr schön. Wegen das mal einfach. Okay, dann packe ich das also wieder runter. So, und du kommst jetzt da rein. Moment mal. Habe ich die Tropfen? Die Tropfen sind, glaube ich, doch wichtig. Okay. Okay, du bist drin. Dann jetzt zweimal der hier. Und last but not least, das hier. Kann es sein, dass ich resettet habe, weil ich aus dem Fenster rausgegangen bin? Kann durchaus sein. Gut, dann halt nochmal. Also, einmal du. Zweimal du. Und einmal du. Jawohl, hat sich resettet, weil ich rausgegangen bin. Damit haben wir das Elixier. Na dann, wohl bekommt's. Ach so, ich kann hier raus, verstehe. What the fuck? Ah, verstehe, ich kann hier rüber. This Elixir will bring you eternal life or sudden death, der Alchemist. Lebensuns des Todes halt, verstehe. Und sie haben noch ein Rätsel. Die alchemistischen Brüder? Okay. The Crow and the Dead Man. Oh, das sind also Untote, nicht nur Seelen oder Erinnerungen. Der. Und Samsara. Das sagt mir jetzt nichts. Okay, dann. Tut mir leid, du bist unser Versuchskaninchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ich wette, er stirbt. Das Ding ist gut. Und jetzt? Aber ihn bringt's den Tod. So schnell kann's enden. Und somit muss die arme Mary also die Kinder alleine großziehen. Kann es sein, dass je nachdem, welchen Weg ich gehe, es anders verläuft? Das ist ja auch noch interessant. Sie ziehen Opfer. Weil hier hat sich ja quasi alles aufgegabelt. Na gut, gehen wir erstmal hier lang. Aber Emma und Samuel. Nein, sie muss die Kinder wirklich alleine großziehen. Hat also nichts damit irgendwie auf sich. Das Kinderspiel.